Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, so traurig kann es manchmal zugehen in einem Hundeleben. Maya und mehrere Leidensgenossen wurden nicht in ein artgerechtes, schönes Hundeleben geboren. Vom Veterinäramt wurden sie in die Achinoa vor einigen Wochen eingewiesen. Viele von ihnen haben inzwischen neue Menschenfreunde gefunden, wo sie alles bekommen, was das Hundeleben schön macht. Auch Maya hatte nach ihrer Vorstellung an dieser Stelle Interessenten gefunden. Als diese allerdings erfuhren, dass Mitarbeiter des Tierheims bei ihnen eine Vorkontrolle machen werden, haben sie sich gegen den Hund entschieden. Ob das der Hauptgrund für die Absage war, weiß man im Tierheim nicht genau. Aber es ist sehr wichtig, so Tierheim-Mitarbeiterin Annika Kleinhammer, dass der Tierschutz weiß, wo und wie seine Schützlinge in Zukunft leben werden. Nun sucht die süße Maya dringend neue Interessenten, weil viele ihrer Hundefreunde schon weg sind. Sie ist einfach nur liebenswert und kann zu jeder Art Menschenrudel, ob Familie, Ehepaar oder Einzelperson. Hauptsache, sie hat Sicherheit und Zuwendung. Mit solch einem freundlichen Begleiter durchs Leben zu gehen, bringt Lebensfreude pur. Außerdem stellen wir heute einen gefundenen Kater vor, der von seinen Besitzern erkannt werden soll. Seit dem 15. Mai versucht der unkastrierte Kater in Gospitaroda ein Zuhause zu finden. Er lief Menschen bis in ihre Wohnung hinterher. Wahrscheinlich suchte er Hilfe, denn er war in keinem guten Zustand. Auf jeden Fall kennt er das Leben mit Menschen. Der schwarz-weiße Kater wurde tierärztlich behandelt und auf ungefähr 12 Jahre geschätzt. Er war auf jeden Fall schon länger unterwegs. In der Achinoa ist er eingesperrt in der Quarantäne, sehr ängstlich. Hoffentlich hat er Glück und wird erkannt. Denn besonders die älteren Katzen lieben ihr bekanntes Revier und vermissen es sehr.